Nachdem wir mit den Brettern die drei Höhen des zukünftigen Bodens festgelegt hatten und damit auch ebene Flächen, folgte der Bau unserer Möbel. Zuerst unser Bett. Es sollte so klein wie möglich sein, aber an Kopfhöhe eine Breite von 1,20 Meter haben. Zudem sollte es mindestens 2 Meter lang sein, damit Ralf ausreichend Länge hat. Aufgrund der Form des Bootes bedeutete das, umso höher das Bett, umso früher kann es im Bug beginnen, umso mehr Staufläche ist unter dem Bett vorhanden. Aber umso höher das Bett, umso kleiner wird der Raum. Oder eben auch nicht, weil es schließlich weiter vorne ist. Wir haben uns am Ende auf eine Sitzhöhe von 45 cm ab Boden geeinigt. Das Bett endet kurz vor dem Mast und hat eine Maximalbreite von 2,30 m x 2,70 m. Die beiden inneren Bretter werden klappbar sein, um den Stauraum unter dem Bett optimal nutzen zu können. Außerdem ist hier auch unser Tiefenmesser installiert. Angrenzend an das Bett folgte nun der niedrige Schrank, der bis in den kleinen Raum neben dem Motor führt. Zuerst wieder als Lattengerüst und dann mit der Seitenwand. Jeder nur einen Sarg, bitte. Der Transsilvanien-Express. Geh weg. Am nächsten Tag widmeten wir uns der Küche. Sie sollte möglichst schmal und 1 Meter hoch werden. Es folgten viele Überlegungen, Tests mit Latten. Wir haben versucht, eine Gerade ins Boot zu bekommen, aber das war auch hier nur bedingt möglich. Wir haben alles so gut es ging ausgerichtet und am Ende nach Augenmaß entschieden, was am stimmigsten war. Im Groben war unser Bett, der Schrank und die Küche nun fertig.